Eine Bahnfahrt, die ist lustig und naja, ich sag mal, mit erneuerbaren Energien läuft das Ding hier nicht. Willkommen zurück zu Necromunda Hired Gun mit mir, Dennis, und wir sind auf dem Zug, wo wir jetzt den Anführer einer Goliath-Gang retten sollen. Und dann schauen wir doch mal, wie das genau funktionieren wird. Also ich denke mal, wir müssen jetzt hier irgendwie rein. Einen anderen Weg sehe ich nicht. Hüpf. Wahrscheinlich sind hier eine Menge böse Buben. Okay, die sind größenwahnsinnig. Nur weil sie einmal irgendwie einen anderen Ganganführer entführt haben. Das kann eigentlich auch nicht sein. Ich meine, so viel Geld kann ja nicht wert sein. Selbst wenn man Lösegeld dafür bekommt. Ach guck, jetzt kann man hier runterfahren. Ich hätte gar nicht runterspringen müssen. Man hätte auch wie gesittete Menschen einfach hier den Aufzug nehmen können. Aber gesittete Menschen. Entschuldigung mal, wir sind in der Unterwelt von einem Nekropolplaneten in Warhammer 40k. Boah, ich bin voll sneaky, ey. Na, ich habe immerhin einen Sneaky erledigt. Voll die Stealth-Mission. Zwei Sneaky erledigt. Au, das tat weh. Also, fürchte ich, für ihn. Mir ist es ja egal. Ich bin eine harte Söldnerin, mir ist das wurscht. Mal gucken, wie viele von den Finishern ich. Oh Gott! Mädel, ey. Brutal. That's metal. Ich sag mal, sie tötet Leute so, wie das Cover eines Metal-Albums aussieht. Okay, so, wo geht's jetzt hier mal irgendwo hin? Hier geht's durch den Container durch. Ich gehe jetzt einfach mal nach unten. Wir müssen, denke ich mal, weiter nach vorne. Ich habe nur die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwelche Geheimkammern mit coolen Secrets verpasse. Obwohl ich nicht mal weiß, ob es sowas in dem Spiel gibt, ehrlich gesagt. Hier ist eine Tür, die sich öffnet. Guck mal, hier liegt Geld rum, das ist ja schon mal gut. Geld können wir immer gebrauchen. Ich finde ja diesen Style, diesen Gothic, Steampunk, Sci-Fi-Style, finde ich ja total cool. Den gibt's echt selten. Also bei Videospielen habe ich den, würde ich sagen, ein Stück weit gibt's, ist das Bioshock ist ein bisschen dieser Style, auch wenn es da ja mehr in diese Art Deko-Richtung geht. Dieses etwas verschnörkelte, aber das hat ja Warhammer 40k auch, wobei es hier ja dann weniger Art Deko ist als mehr gotisch, also Gothic-Style. Nicht das Spiel, sondern die Kunstrichtung. Bisschen wie der Kölner Dom oder sowas. Ja, ist das Gothic? Ist das eher Barock? Ja, ist das gotisch, oder? Gotische Kathedrale. Ach Mann, ich kenne mich doch nicht aus. Ich bin doch kein Architektur-Profi. Okay, jetzt bin ich hier unter dem Zug. Mal die Kollegen hier erledigen. Aber wie komme ich da jetzt rüber? Schon von da oben runter am besten. Aber wieso durfte ich jetzt? Ach so, damit die mich nicht gleich sehen. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir vielleicht. Ah, das ist das Schöne an dem. An dem Doppelsprung. Man kommt dann doch überall ganz gut hin. So, jetzt komme ich nämlich hier auf die Kette und habe die Typen hier schon erledigt. Können die mich nämlich mal alle kreuzweise. Die bösen, bösen Gangmitglieder. Gibt es hier noch irgendwas? Nochmal so ein Kontrollraum. Aber da wissen wir ja schon, hier können wir oben durchhüpfen. Das war zumindest auf der anderen Seite so, in dem anderen Waggon. Uapapa. Hallo. Ist da wer? Hier ist ja echt niemand. Also, wenn ich gewusst hätte, dass hier keiner zur Party kommt, dann hätte ich nicht so viele Waffen mitgebracht. Hey, alle Vipers, aufgepasst! Du redest selbst wie eine Ratte und warnst vor einer Ratte. Das ist ja ironisch, möchte ich sagen. Wenn Ratten Menschen wären, würden sie so reden. So. Hey, du!
Genauso. Vielleicht stelle ich da den Schwierigkeitsgrad nochmal hoch, oder? Weil irgendwie... Also ja, wenn 20 Leute gleichzeitig auf einen schießen, dann ist auch hier manchmal die Kacke ein wenig am Dampfen. Aber das passiert ja jetzt auch nicht so oft. Und das ist jetzt hier gerade alles relativ problemlos. Immer diese ein, zwei Typen, die sind... Da können die noch so schön aus dem Weg rollen. Eine richtige Gefahr sind die nicht. Die wehren sich auch gar nicht so richtig. Also was haben die denn gedacht, was passieren würde, wenn sie den Anführer von anderen Gängen führen? Ich meine, ja okay, es kommen jetzt nicht seine Leute, um ihn zu retten, aber irgendwer kommt halt. Dass man sich damit Ärger einhandelt, egal mit wem, das kann man sich ja wahrscheinlich denken, oder? Der Söldner ist da. Der Söldner in, wenn ich bitten darf. Hier wird gegendert auf diesem Zug. Ich bin die Genderpolizei. Oh, hier wird totgegendert. So sieht's nämlich aus. Was? Ihr wollt kein Gendersternchen benutzen? Kopfschuss. So. Ah, so muss ich das anfühlen, in einer tatsächlichen grünen, linksgrünen Ökodiktatur zu leben. Und weil das so nicht ist in unserer Welt, ergo leben wir nicht in so einer Diktatur. Für alle, die sich das schon immer mal gefragt haben. Hoffentlich keiner von euch. Hier geht's nicht rein. Nein. Aber wo geht's denn dann? Rein, da in der Mitte. Auch nicht so richtig. Wo kommen wir hier weiter? Muss ich oben auf den Zug obendrauf oder unten drunter? Unten drunter ist doch auch eine schöne Möglichkeit, oder? Das ist so geil mit diesen riesigen Engines hier. Das sind ja irgendwie so Schwebe-Engines, die irgendwelches kleine Plasma ausstoßen, wodurch der Zug schwebt. Ah, ist schon alles sehr cool designt. I like it. Ist alles so richtig schön größenwahnsinnig. So total jenseits von allen realistischen, physikalisch möglichen Dingen. So wie Warhammer 40k immer sein sollte und immer am besten ist. Wenn die Raumschiffe halt einfach 30 Kilometer lang sind und die Züge halt auf, keine Ahnung, 20 Meter durchmessenden Riesen... Plasma-Engines fahren, und zwar auf Dutzenden davon, dann ist Warhammer am besten, wenn es lächerlich und dumm ist. Au! Ja! Doggies! Hundekämpfe! Ja, aber irgendwie so richtig effektiv hast du das jetzt nicht gemacht, Kleiner. Hatte ich mir jetzt mehr erwartet von meinem Doggy. Oh, mein Kraftfeld ist weg. Das war jetzt nicht so schön. Wieso sehe ich jetzt gerade die Leute durch Wände durch? Liegt das am Hund, oder? Habe ich eine Hundesicht irgendwie? Ein Hund müsste man sein. Dann könnte man Leute durch Wände durchsehen. Jetzt hier mal Rüstung. Rüstung. Danke. Sind da noch mehr? Hast du ein bisschen Rüstung für mich? Ja. Boah. Na, guck. Genau auf sowas hatte ich gehofft. Auf so eine schöne versteckte Kiste. Was haben wir denn da? Zack. Oh. Aha. Oha. Aber wie war das jetzt? Man konnte... neue Waffen konnte man jetzt nicht irgendwie direkt anlegen oder so, ne? Das war, glaube ich, nur zwischen den Missionen. Tab ist ja nur Infos. Z ist Waffen. Genau. Genau, ich muss mir die dann auf eine Schnelltaste legen, aber das geht erst, wenn ich die Mission abgeschlossen habe. Also ich habe ja gerade neue Waffen gefunden. Da müssen wir nach der Mission mal gucken, was die so können. So, weiter nach vorne.
Wenn ich Spieldesign auch nur ein bisschen verstehe, dann soll mir dieses grüne Licht hier zeigen, dass es hier weitergeht. Und die Antwort lautet, doch, sieht so aus. Könnte stimmen. Ja, hier geht's lang. Super. Er lebt ja noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. Das war knapp. Achso, klettern geht mit Taste, ne? Nicht einfach so. Alter! Lecken Sie mich. Doch bitte. Freundschaftlich, natürlich. Was ist das denn hier Geiles? Wieso sind denn hier so fette Munitionsdinger oder Raketen oder was das ist? Also Raketen sind auch Munition, aber... Damit haben wir ja jetzt... Also habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre hier so ein... normaler Frachttransportzug irgendwie. Und nicht, dass hier so, ich sag mal, Munition transportiert wird im großen Stil. Schon nochmal was anderes. Vielleicht sind wir hier in einer ganz großen Sache auf der Spur. Oder es ist gar keine Munition, es sieht nur so aus. Aber für mich sieht das aus wie irgendwie, keine Ahnung, die Warhammer 40k-Variante von so großkalibriger Munition halt für Raumschiffkanonen oder sowas. Also für die richtig dicken Berthas. Also wenn das Raumschiff schon 30 Kilometer lang ist, dann muss ja auch die Kanone wenigstens 200 Meter lang sein oder so, das Kanonenrohr. Und dann brauchen wir halt auch ein entsprechendes Kanönchen. Wie heißt das? Nee, Kugelchen. Geschoss. Da lebt ja noch einer. Ist jetzt keine Lust mal nachzuladen. Dann muss es eben der Revolver richten. Der Kopf weggeflogen ist. Au! Au! Autschi. Kann man Hunde finishen? Same Tier. Diese Blutwolke. Wo? Wo ist der hinter mir? Wie man echt immer nicht sieht, wo die sind. Geht's nur mir so, oder? Vielleicht bin ich ja auch einfach blind und brauche eine Brille, aber ich finde schon, grau auf grau ist schwierig. Da ist die Aussicht mau. Merkt euch das. Das ist eine wichtige Lebensweisheit von mir. Dem weisesten 32-Jährigen, den ihr antreffen werdet. In diesem Let's Play. Okay, ja, das ist auf jeden Fall irgendwie Munition, weil hier sind so Seeminen oder sowas. Vielleicht auch Weltraumminen, keine Ahnung. Ich würde erwarten, dass Weltraumminen anders aussehen. Diese Seeminen, die haben ja immer diese Stacheln, weil die ja sozusagen eingedrückt werden von einem vorbeifahrenden Schiff und dann halt die Mine ausgelöst wird. Das Weltall ist ja doch ein bisschen größer. Da würde ich jetzt nicht erwarten, dass ein Schiff dann da einfach gegenfliegt. Er muss nah sein. Such weiter. Er muss hier irgendwo sein. Okay, okay. Wir suchen ja immer noch den Goliath Anführer. Den übersieht man ja nicht so leicht. Der ist ja groß. Den finden wir schon. Entschuldigung, kleinen Frosch im Hals. Was ist das? Okay. That's nice. That's nice. Was ist das denn für eine schöne Waffe? Ist das eine Schrotflinte oder ist das eine... Das ist, wirkt sehr schrotig. Au. 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 Ja doch, das kann ich mir gefallen lassen. So eine Schrotflinte ist schon was Schönes. Die ist ja eigentlich in jedem Spiel immer was Schönes. Ich freue mich ja immer über Schrotflinten. Manchmal sind sie ein bisschen nutzlos, weil sie wirklich nur aus sehr naher Entfernung funktionieren. Was ehrlicherweise auch unrealistisch ist, weil Schrotflinten tatsächlich besser sind als ihr Ruf, zumindest was die Reichweite angeht. Also man kann schon auch in 15, 20 Meter Entfernung noch was mit einer Schrotflinte treffen. Das wird manchmal etwas arg
krass dargestellt, wie sehr die auf Kurzdistanz nur funktionieren. Das sind schon Kurzdistanzwaffen, aber eben auch nicht so extrem, wie es manchmal gemacht wird. Also ich sag mal, mit dem Revolver triffst du auch nicht besser auf 20 Meter als mit einer Schrotflinte. Wahrscheinlich sogar schlechter, weil die Schrotflinte streut ja wenigstens noch. Qua ihrer Funktion. So, so. Boah, guckt euch mal diesen Waggon an hier. Fett. Das war mal ein kurzer Abschnitt. Jetzt ist hier schon wieder so ein Computerterminal. Also so ein Speicherpunkt. Das sind ja immer die Save Points. Okay. Bosskampf oder was? Hallo, hallo, hallo. Wer sind Sie denn? Keine Vorstellung? Okay. Wir gehen also direkt in medias res. Na gut. Wir müssen jetzt auch nicht lange reden. Wir können auch gleich zur Sache kommen, Baby. Mama hat noch ein paar Kugeln übrig. Wo sind meine Schrot? Können wir mal ein bisschen schroten hier. War sogar ein kritischer Treffer. Ich hoffe, ich muss da jetzt nicht irgendeine spezielle Sache treffen bei dem. Irgendwie den, immer den Rücken oder so. Sieht, finde ich, jetzt nicht so krass danach aus. Da oben ist er. Nee, das ist nur ein Bagger. Hier ist Munition, also das ist schön. Lieber als Munition hätte ich allerdings Schilde. Gibt's hier sowas? Yes! Zack, zack, zack. Ah, sieht doch schon gleich ganz anders aus. Ja, einmal voll. Boah, der ist aber auch fix unterwegs, der Gute. Aber ich kann das auch. Ah, haben sie ihm einen Sprung gegeben, damit er... damit er schnell Entfernungen überbrücken kann. Ah, ich muss den Dash noch mehr benutzen. Yes! Easy peasy. Lemon squeezy. Ah, da sind noch mehr. Was wollt ihr denn jetzt noch? Ich habe gerade euren Chef umgebracht und der war deutlich beeindruckender als ihr. Oh, ich habe nicht euren Chef umgebracht. Ich habe einen von mehreren von diesen Typen umgebracht. Das sind also jetzt neue Standardgegner, würde ich mal sagen. Ups, ich habe eine Granate geworfen. Sorry. Das wollte ich doch ja nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Medipack schlucken. Jetzt stirb! Mein Kollege hat ja auch den Löffel abgegeben. Ja, geht doch. Es scheint also möglich zu sein. Ach Mann, denn der lebt noch? Das ist, der ist auseinandergefallen. Das sah aus, als wäre er tot. Aber dabei ist nur irgendwie die, der Helm abgefallen. Und wahrscheinlich muss ich jetzt auf den Kopf schießen. Das habe ich bei dem anderen ja auch gemacht. Na, wo ist er? Da unten. Yes! Spielspaß, Spannung und Action. Alles in einem. Finde ich gut. So. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwo den Gekidnappten finden. Da ist er dann wohl drin, vielleicht, wer weiß. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge von Necromunda. Denn ich muss jetzt mal auf die Toilette. Verdammt. Aber es ist noch ein guter Moment, wir haben 20 Minuten gespielt, einiges erlebt, schöne kleinen Mini-Boss-Kampf gehabt und beim nächsten Mal geht's weiter. Und ja, dann kann ich auch mal vielleicht auf eure Kommentare eingehen, denn die ersten 4 Folgen habe ich jetzt relativ schnell hintereinander aufgenommen.
Das kann also gut sein, dass ich jetzt erstmal die 4 Folgen nicht reagiere, beziehungsweise es ist so, dass ich nicht reagiere auf eure Comments unter den Videos, aber jetzt kann ich ja sozusagen für Folge 5 dann lesen, was ihr so geschrieben habt. Vielleicht habt ihr ja ein paar Hinweise, Tipps und ja, sagt mir einfach, wie ihr Warhammer 40k findet, wie ihr das Spiel bisher findet, ob ich irgendwas besser, schlechter machen kann, ob ich es schlechter machen soll. Wahrscheinlich werdet ihr das sagen, weil besser geht ja fast nicht mehr. Und so weiter und so fort. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.